Das schaut doch gut aus. Ja. So, wir machen noch zwei Klicks nach links. Und dann können wir auf die Jagd gehen. Um das Ganze mal einzuordnen, wie gesagt, die zwei Scheiben sind nicht, liegen nicht komplett übereinander, ja, aber dass man das mal sieht, ja, wie das aussieht. Ja. Wir haben jetzt einen Streukreis von 16 mm und so wirkt sich das Ganze dann auf dem Wild aus. Ja. Also das ist fast nichts. Wir gehen ja heute Abend mit Schalldämpfer jagen, oder? Jawohl. Hier haben wir einen Hauskin 184 Extrem. Hat eine Dämpfleistung ungefähr von 32 Dezibel, kommt ein bisschen auf die Lauflänge drauf an, aufs Kaliber und so weiter. Die Röver Edition in einem schönen Waldgrün, den packen wir jetzt gleich mal auf die Waffe drauf und dann schauen wir uns mal die Treffpunktverlagerung an. Das war die Gruppe ohne Schalldämpfer. Jetzt gucken wir mal, wie sich die Treffpunktverlagerung darstellt. Schalldämpfer ist drauf und ja, dann gucken wir mal. Wir sind gespannt. Na, was habe ich gesagt? Total untypisch. Ja. So, hier haben wir tatsächlich mal eine Ausnahme, ja, dass die Waffe. Also. Mit und ohne Schalldämpfer gleich schießt. Also, Marcel. Tippitoppi. Tippitoppi. Kannst du das mal auf dem Schwein zeigen, bitte? Also, boah. Wie gesagt, die die Sau liegt. Die Scheibe ist jetzt mit der 10er Ringscheibe nicht komplett identisch. Mhm. Ja, normalerweise würde das alles ein bisschen weiter höher liegen. Ja. Aber damit kann man jagen gehen, ne? Damit kann man jagen gehen.